Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hin dran. Wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles Eskalation. In der letzten Episode haben wir ein paar Harmoniegespräche mit mir geführt. Kirstys Frontier Nachtzeit 0 Traum. Ein bisschen da geholfen, den zu verwirklichen. Und wir haben HBs Harmoniemission angenommen. Und jetzt werden wir die auch zu Ende führen. Das ist nämlich einen fiesen, miesen Blutkönig töten, der. Das ist neu. Der die arme Noppon verschlingen will. Das ist Tatsus Familie da. Das geht doch nicht. That must be Gelvo Bond. They look nearly ready to strike the caravan. Thankfully, we're completely ready. Let's make this quick. Wir werden die Noppon retten. Ah, okay, das ist schon ein bisschen härter. Aber wir sind auf der Rückseite. Das heißt, wir haben einen kleinen Vorteil. So, dann wollen wir mal. So. Und ja, gut, HP ist schon mal ausgenockt. Ich kriege wenigstens XP. Falls hier halt weg ist und wir Sachen töten. Wenn ich noch irgendwie. Ja, gut, er kriegt die XP. Das ist so ein Blessing hier, ne? Das müssen wir noch besiegen, die Prone Flammenschürer. So, der Blutkönig ist auch tot. Und die sollten jetzt eigentlich auch kein Problem sein. So. Und. Das war's. Oh, läuft. I knew the prone had superhuman strength, but that... If you hadn't been with me, I fear I would have... Well, died. You have my thanks. Now, let's hurry back and inform Pulala. Na ja, jeder hat andere Nahtoderlebnisse. Ich habe mich an etwas erinnert, und zwar, dass bei der einen Karawane noch eine Mission auf uns wartet, die ich noch annehmen muss. Das habe ich letztens entdeckt, als ich am Rumdüsen war. Vielleicht gibt es ja auch hier noch eine weitere Mission. Ich gucke nochmal schnell nach. Könnte ja sein. Just saying. Aber ich sehe da keinen Fragezeichen. Lin, wie hast du das geschafft? So, geht's hier noch allen gut? Alles, Paletti? Okay, sehr gut. Anführer soll besser in Scale sein, sonst. Wum Kapui. Schlucht des toten Mannes. Gotthelchenhorst, so schlimm. Alle Noppon finden gruselig. Ja, der Gotthelchenhorst, das ist nicht unbedingt ein netter Ort. Also gut, zurück zum Wohnviertel. Okay, hat gerade jemand mir geschrieben. Okay. Passiert auch nicht so oft. So. Ach ja. Ich wurde gefragt, ob ich Bock hätte, mit Ex-Gemü-Kollegen ein Trinken gehen. Und ich so, na, ich weiß ja nicht. Die meisten fand ich halt nicht so cool. Ich habe mal ein bisschen Zeit, mir zu überlegen. Aber wir können wenigstens jetzt hier Pulala Bericht erstatten, dass wir den fiesen, miesen Blutkönig besiegt haben. Hallo. Your noble people will never have to fear that monster again. Consider him deposed, permanently. This true? Truly? Pulala, not have words! HB is amazing! HB is best friend in world! HB is genius! And seeing you so happy makes me happy as well. Frage habe ich, ob er nicht lieber an seine Karriere denken sollte, statt hier zu stehen und sich zu freuen. Lobe HB dafür, dass er seine Auftraggeberin glücklich gemacht hat. Komm. Such happiness is the reason we fight. It's a simple truth that is easily forgotten.
Though I fear the current state of Blade is too inefficient to help everyone. Once I'm in charge, however, I'll whip the system into a logical order and have productivity through the roof. You're one of my scant few equals, you know, so I expect big contributions in the future. Ich kann ihn selber noch nicht ausstehen, aber ne. Der Blutkönig ist besiegt. Noppon und Baumclan sind gerettet. HB hat Bedenken bezüglich Blade. Begib dich für die nächste Harmonie-Mission zum Blade-Turm. Atomtrauma. Ja, schön. Ich benutze aber keine Schilde. Oh, das war eine knackige Truppmission hier. Hm. So, wir haben noch Zeit. Das heißt, wir machen jetzt Böses. Du bist dafür schuld, Zeiger. Daran schuld. Bosees. Harmonie-Mission. Das heißt. So, HB. Du wirst jetzt vorerst rausfliegen. Ich muss den Typen suchen. So. Ja, man merkt eigentlich sofort, welche Leute ich mitnehme und welche halt, ja, nicht einmal im Team waren, außer bei ihrer Rekrutiermission. Kapselhäuschen auf Mann und Schiff. Nicht mehr Klemm. Wie süß. Ach stimmt, die Wendy, mit der sollte ich noch irgendwie reden, I guess. Hallo? So. Sieh mal einer an. Ich kann mich nicht. Hab ich das schon gemacht? Weil ich zuletzt mal jemand vorbeigekommen ist, der mir nichts verkaufen wollte. Kann ich dich mal was fragen? In letzter Zeit klopft ein Lupon-Händler nach dem anderen an meine Tür. Ständig versuchen sie mich irgendwelche nutzlosen, handgemachten Sachen zu unverschämten Preisen zu jubeln. Trommeln, aus Blättern gefuchten, die flauchende Weltgeldbeutel, Rechenschieber mit Eicheln. Sie sehen so süß aus, aber sie haben irgendwas Zwielichtiges an sich. Als ob sie auf der Suche nach wilden, schauen Leuten sind, die nicht Nein sagen können und ihnen jeden noch so überteuerten Kram abkaufen. Ich würde gerne eine Beschwerde einreichen, bevor jemand über den Tisch gezogen wird, aber ich weiß nicht, wer dafür der richtige Ansprechpartner ist. Ihr seltsamer Anführer, dieser Oberporn, soll ein alter Tun nicht gut sein, also scheide schon mal aus. Aber bei wem kann man sich denn sonst beschweren? Gogo oder Loma? Loma wäre eigentlich hier die bessere Wahl. Dieser Loma geht also entschlossen gegen alle möglichen Übeltäter vor? Ich wusste gar nicht, dass es Nopo mit so einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gibt. Also gut, ich werde mich bei Loma beschweren. Zumindest sollte er die Händler davon abhalten können, mich 20 bis 30 Mal am Tag zu besuchen, um ihren Schnickschnack andrehen zu wollen. Ich sag's dir, ich habe die Nase gestrichen voll. Sehr schön. Also, wir müssen jetzt Bosee suchen. Der ist, glaube ich, im Geschäftsviertel. Und zwar hier unten. Bosee ist auf dir zu finden, genau. Aber wo ist seine Harmoniemission? Das ist eine gute Frage. Und eine Frage, die ich euch gleich beantworten kann. So. Ja, Lau. Ich frag mich, ne? Wehe, Bosee steht da jetzt nicht rum, ne? Ach komm schon. Oh. Ah. Gut, ich habe nichts gesagt. Hey, Kumpel. Bla bla bla. Bla 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 bla. In deinen Dickschädel gestopft. Ich bin ein Dickschädel. Ich brauch deine Weisheit nicht, du Typ. Vielleicht können wir ihn ja jetzt belehren. So. Gut. Ich glaube, Bosees Harmoniemission war sogar im Verwaltungsbezirk. Ah, ich weiß, wo die ist. Die ist nicht markiert. Die ist da, wo Pioniergeist Teil 3 ist. Das heißt, wir müssen am besten zum Blade-Turm. Ist Bosee etwa auch ein DLC-Charakter? Ich weiß, dass sie Elvis ist. Alexa. Und HB. Bosee auch? Könnte ja gut sein. Tatsu ist Oberheldenpon. Oh, er ist der Oberhero-Pon. Yay! Tatsu ist toll. Tatsu ist Best Hero-Pon. So. Ah, ich liebe die Musik in der Stadt nachmittags. Die ist so gut. Sie ist einfach so. Let's go out and do things. Mäßig. Njum. Bisschen zu weit gelaufen. Bosees Codex.
Yep, machen wir das mal. Sensei! Sensei, it's terrible! It's Clarissa's team. They'll all be killed if we don't do something. But what can we do? Who's going to... I mean, where can we possibly... Sensei! What do we do? Cuts! The greater the crisis, the calmer a soldier must remain. I taught you this, did I not? Have you already forgotten what you learned under me? No, Sensei. Right. I'll explain from the start. Do you remember Clarissa, Sensei? I never forget a student. She was the same year as you. I heard a number of you Academy kids formed a team together. Anyway, go on. We lost communication with them. All of a sudden, just silence. I see. Do you know where they are? I asked HQ to put together a search party, but they don't have anyone available. Then I'll go look for her myself. So, can I ask you to come with me? Please. I can't break any more promises to these kids. Promises? Wow, Sensei. You still remember that? Sage, dass du hilfst. Hake nach, worum was es bei diesen Versprechen geht. Ja gut, ich helfe dir, aber nur weil da Leute in Gefahr sind. Thank you, my friend. I will not forget this. You have my word. Thank you, Sensei. Thank you too. I know you'll do whatever it takes to bring Clarissa and the others home alive. Eine von Bosés Schülerinnen ist in Noctilum verschwunden. Arbeite mit Bosé zusammen und finde sie. Die Qinglong-Lichtung. Wie hübsch. So. Na gut. Okay. Was sagen wir? Wir begeben uns mal dorthin. Und zwar via Schnellreise. Na, Knotenpunkt 212 ist da in der Nähe. Irgendwie freue ich mich aber schon auf HBs nächste Harmonie-Mission, weil... Nur wer weiß, was da alles los sein wird. Aber ich verstehe immer noch nicht, was die Cutscene am Ende von die Elfs zweite Harmonie-Mission sollte. Was mit Eleonora und die Elf da im Mim Center. Das war schon irgendwie creepy. So. Wo sind die denn? Irgendwo hier. Cutscene-Time. This was a damn massacre. But where does it leave us? Hey, you've explored this region before, haven't you? Any idea where Clarissa and her crew could be? Schüttle den Kopf und sag, dass du keine Ahnung hast. Folgere, dass dies wie das Werk der Gangnien aussieht. Ja, wir erinnern uns damals als Mika und Camber. Da war es ja auch ähnlich. I can't imagine Indigens would be capable of this. But the Ganglion? Very possible. And if so, they may have taken their prisoners to a nearby base. These are the benefits of a partner with experience. Let's make for the nearest base. Clarissa's waiting. Ich meine, der damit sieht es ähnlich aus wie damals, also. Zur Findlingsfeste Noctilum. Ah, ich weiß, wo die ist. Die ist nicht super close by, aber mit einem flugfähigen Skell und einem guten Näschen. Da sollte, glaube ich, hier sein. Hier sind wir mal vorbeigeschlichen auf dem Weg zu den Tainted. Och, wie süß, Level 28er Tyrann. Die sollten uns eigentlich lieber angreifen. Und Cutscene Time. More Earth aliens come to watch us kill your people. If you lay a single finger on my student, I promise you, I'll have you begging for death. Beg for death? Earth alien is funny. Oh, I'm serious as the grave.
If you have the guts to try me, then come. Save your friend. If you can. If you make it to me, I will release her. Don't do it! He killed them all! He'll never keep his word. He... Silence, Earth Alien! Believe or not, choice is yours. But if you flee, she dies. Let's go. I'll not see another student of mine murdered by some Xeno animal. Also mit Flugmodul hat man da... Look who's joined us. Naja, nur... ein bisschen halt ein... vielleicht unfairen Vorteil sogar. Demetria, der Widerspenstige. Ja. Die werden jetzt ein bisschen zerrissen. So. Und ja. Er ist blockt gerade, aber das sollte nicht lockerflockig funktionieren. So, wo ist das Ding? Okay, betritt die Findlingsfeste. Muss ich das zu Fuß machen oder kann ich weiter hochfliegen? So, mitnehmen. Ich meine, ich muss eigentlich einfach nur die Typis da töten, gell? Ich glaube, ich direkt den noch schnell. Was? Ach, muss ich halt die Klappe. So. Ich meine, das ist ja echt. So. Na? Stehe darauf, dass der Prone Clarissa freilässt. Provoziere den Prone, damit er sich ganz auf dich konzentriert. Okay, kann Clarissa hier sterben? Ich habe vorher nicht gespeichert. Ich weiß nicht, ich fordere mal, komm. We did promise release, didn't we? Very well. Now she will be free. Uh-oh. Now, so much for show of suffering. Earth aliens are free. Die too quickly. Damn you. Xeno scum. Why must you always be such monsters? Monsters? No. Earth aliens are monsters. Now scream. Scream as we kill you. As all who stand against Ganglion scream. Ja, das Lennars Fanatica. Das ist ja... Komm schon, Spiel, wir haben es doch geschafft. Warum lässt du mich ja gar nicht die Leute retten? Yes, Alma. Mann. Ich wollte sie wirklich retten. Ach komm schon, das war jetzt fies. I failed them. Again. Damn it. They're gone. All gone. All but Reggie, stolen from me. What good am I? What purpose do I serve if I can't keep a single promise? Erkundige dich, welches Versprechen Bosé seinen Schülern gegeben hat. Erinnere Bosé daran, dass er in dir... Nein, nö. Several of my students from the Academy were given spots aboard the White Whale. Shortly before it launched. They invited themselves into my home. One last hurrah before leaving, they said. And so we talked and drank until dawn. And as the sun rose, I gave my word that we would someday return to Earth together. But the damn Xenos killed them all. First on Earth, and now here.
I wish only pain and death on Xenos. They can never be forgiven. Do you think it's strange if I take Clarissa's dog tags? I just want something of her to live on back home. Ich meine, ja, hast nicht alle Xenos. Sind die Gängen dran schuld, die Ärsche? Oh. She was one of my best and brightest. The first to earn a spot aboard the Whale. That's the moment Reggie started training like mad. Most obvious crush I ever saw. He made the cut at the last minute, but only just. Hm? Versuche, den traurigen Busy aufzumuntern. Sage Busy, dass er sich nicht für immer hinter seinen Erinnerungen verstecken kann. You're without mercy, friend. But I thank you. Such discipline keeps me on the true path. All right. I have the tags. Will you grant me a moment to offer up a prayer for the departed? I need her soul to find the peace it never had here on Mira. Mm. Sage Busy, dass ihr keine Zeit für solche Dinge habt. Ach, ich würde ja gern Fiesa kommen. Thank you. It means everything to me. Buddha, hear my prayer. Namu Abhidhamaya! Sorry to keep you waiting. Let us head home. So, du konntest Bosés Schülerin nicht retten und musstest mit leeren Händen nach Adelaide zurückkehren. Begib dich für die nächste Harmonie-Mission zum Blade-Turm. Vielleicht hätte ich sie provozieren sollen, vielleicht hätte sie dann überlebt. Aber gut, Leute, wir werden heute ein bisschen früher Schluss machen, weil ich jetzt andere Dinge tun muss. Wir werden trotzdem einfach zum Verwaltungsbezirk zurückgehen. Dann schmeiße ich Bosé aus. Ich weiß, er ist einfach basically ein einsamer, trauriger alter Mann, holy shit. Ich kann ihn eigentlich auch nicht wirklich leiden, aber... Naja, ich habe euch versprochen, dass wir die Sachen machen und ich halte meine Versprechen. Egal wie... sie sind. Naja, wenigstens hier. So. Und ich kann ihn endlich aus dem Team kicken. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich aber weiter Harmonie-Missionen machen. Wir haben ja noch die von Elle. Wir haben noch die einen Coldress. Und hey, sie steht immer noch da, Nasrin. Was läuft? So. Und ja, also, wir haben noch viel vor uns. Also, das Projekt endet noch nicht so schnell. Und ja, was kann man dazu noch sagen? Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.